Herzlich willkommen zurück beim Weg des Stippers. Ja, ich stehe hier am Dämonenloch oder Dämonental bestimmt nicht, um euch mal wieder zu zeigen, oh, hier könnt ihr Laupen fangen. Nein, ich habe mich gelöscht, hätte ich beinahe gesagt. Bin silbermäßig unterwegs, wie zu Anfang der Karriere mit nichts in den Taschen, außer ein paar Ruten, Kellgraubenbrei und Haferbrei. Mit Haferbrei kann man hier immer noch hervorragend schnell Silber und EP stippen. Apropos EP, Level 27 haben wir dann geschafft. Schon etwas länger, wie ihr seht. Aber ich wollte mit euch den Weg weitergehen, wie wir es besprochen haben, beziehungsweise wie ihr entschieden habt. Und ihr habt entschieden, dass wir die Silber-Route uns aneignen werden, die zwei etwas schwereren Gerätschaften mit 21,8 Kilogramm. Die habe ich auch. Und dank einer edlen Spende von 087 haben wir sogar schon eine Schnur für die erste Stippe. Fehlt uns noch eine Schnur für die zweite Stippe. Die kostet irgendwas bei 40 Tacken. 43, 42 habe ich, weiß ich jetzt auch nicht. Und die stippe ich gerade ein, sollte ich aber jetzt haben, womit wir dann lustig starten können. Wir können uns gleich erstmal anschauen, was wir schon geschafft haben bis dato auf dem Weg des Stippers. Unter anderem haben wir einen Rekord geschafft, beziehungsweise ich habe einen Rekord eingestippt. Ein Silberrekord nennen wir ihn so. Denn Rekorde in Deutschland habt ihr sicherlich auch ohne Ende geschafft. Diese fallen aber nicht in die Kategorie dieser Rangliste, wo ihr 300 Silber bekommt für den jeweiligen Fisch beziehungsweise den jeweiligen Spot, das Gewässer. Ja. Also, ich habe hier einen Rekord, 300 Silbermünzen, das müsste ein Aal gewesen sein auf Stippe. Zu mehr bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, weil ich ja auch immer in der ganzen Welt umherreise und versuche, geile Spots zu finden, wo wir Stipper irgendwie gut Asche machen können, gut EP machen können und wo wir ein bisschen Fun haben, ne? Also, wo wir auch mal wirklich gefordert werden. Das heißt wiederum, ich muss natürlich auch zusehen, dass ich im Level hochkomme. Sonst können wir den Weg ja nicht weiter beschreiten, gemeinsam. Und da muss ich halt stippen, 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 weil das Zeug hergibt. Und kann nicht jetzt direkt auf Rekorde gehen, außer vielleicht auf Laube oder so. Aber das bringt mich ja nicht voran. Im Endeffekt, da können wir alles machen, wenn wir... Eigentlich sagt man, wenn man das letzte Gewässer freigeschaltet hat, ja, als Angler oder Stipper, Grundfischer, Spinnfischer, wie auch immer, konzentriert man sich erstmal auf diese ganzen Ranglistengeschichten. Ja, Laube, wie gesagt, kann man nebenbei immer stippen, sich einen Tag für Zeit nehmen. Laube, Hasel, Giebel, Karausche, nochmal unterschätzt diese Feintiere nicht, diese Giebel und Karauschen, die sind auch in den Ranglisten zu finden. Und da kann man auch mal gut 300 Silber abgreifen. Rotauge am Ladogasee lief gerade richtig gut. Ja, da war ich auch unterwegs. 6 Croppies in der Stunde. Da war aber auch jeder unterwegs. Das heißt, mit Rekord war er auch Essig. Ist aber nicht schlimm. Stint, Dreistachler, Kaulbarsch, Rotauge, Karausche, Giebel, alles können wir stippen. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir uns die ganzen abgerissenen Vorfächer, die ganzen Schnurbrüche und diesen ganzen anderen Crap, wir wollen uns rächen. Und dafür, naja, was heißt rächen? Rächen ist
Ja, wir wollen uns rächen. Vielleicht überspitzt gesagt, aber ja, genau so ist es. Erstmal muss ich hier den Fisch versilbern. Ihr habt gesehen, ich habe 40 Silber. Das ist echt nicht viel. Hier ist nichts drin für uns. Giebel habe ich keine. Doch, habe ich. Ein paar habe ich da. Nehme ich mit. 5 Silber. Rotaugen hatte ich keine. Nee. Rauschen habe ich 2. Eine brauche ich. 30 Gramm. Die sind weit über, die ja keine haben. Recht damit. Gut. Lauben. Halbe Stunde, 24 Minuten habe ich jetzt gestanden. Lauben. 84 Silber. In 24 Minuten, wenn ich jetzt alle Fische nehme. 91 Silber, ihr kennt das, mein Credo. Ne, gerade für die Anfänger unter euch. Laube. Laube ist das A und O. Zurzeit läuft sie halt oben am Dämonenloch. So nenne ich es. Es heißt Dämonental. Ja, da könnt ihr schön mit 3 Stippen die Fritten wegstippen. Das ist super. Der Laubenbaum hat den Nachteil, ihr könnt nur eine Stippe nutzen. Da oben könnt ihr 3 nutzen. Ihr könnt euch damit eine Fliege hinstellen. Aber die günstigere Variante ist tatsächlich der Haferbrei. Und ihr tut auch noch was für Skillen, für Köderbeschaffung. Ne? Und ihr bekommt da gut die Laube weg. Ihr habt gesehen, 24 Minuten, 84 Silber. Nicht schlecht. So, wir haben uns geholt. Jetzt. Wolltet ihr haben die Silver Falcon? Zweimal habe ich sie im Gepäck, um sie aufzufüllen auf die 18er Route. Das sagten wir ja. Wir haben die 18er schwere Route. Die Black Spirit ist jetzt vielleicht nicht so die schwere Route, aber mit der kann man schon arbeiten. Dieses Gerät hat 21,8 Kilo. Power 4 von 10, das heißt, die Blank übernimmt die Kraftübertragung nicht ganz so fix und nicht so schnell. Ne? Also, wenn der Fisch reinschlägt, der rote Balken da unten. Das sieht sehr bedrohlich aus und bevor sich die Blank auf diese Power auswirken kann, die der Fisch auf die Blank ja auswirkt, dauert das ein bisschen und sie kann sie halt nicht ganz so gut abfedern oder ganz so gut aufnehmen. Sagen wir es mal so. Es wird ziemlich häufig ein roter Bereich werden. Ist so. Aktion langsam. Kann uns egal sein beim Karpfenangeln zum Beispiel. Wenn das Tier dran ist, ist das Tier dran. Empfindlichkeit 3 von 10, das ist wirklich ein starrer Knüppel. Ne? Aber es reicht. So, und dafür brauchen wir jetzt eine Schnur. Und da haben wir schon eine Schnur gesponsert bekommen. Wie gesagt, von Zero 87. Und der hat tatsächlich eine Schnur gefunden, Weltklasse. Die ist nämlich genau 800 Gramm unter Tragkraft der Rute. Ja? Da sind die beiden Kameraden. Da haben wir jetzt die Schnur drauf. 21 Kilo Schnur auf eine 21,8 Kilo Rute. Ja, Tragkraft 21,8 Kilo. Schnur 800 Gramm weniger. Wir sind safe. Das heißt, der Rute wird nichts passieren. Er reißt die gesamte Montage ab. Aber da kann man ja gegenwirken, indem man mit einem gewöhnlichen Vorfach, so heißt es hier, irgendwie nochmal einen weiter runter geht und auf 20 Kilo zum Beispiel. Dann reißt uns das Vorfach weg, dann ist der Haken weg, aber die Pose bleibt bestehen. Wir hauen uns aber auch keine Pose rein, die 800.000 Euro kostet. Ne? Wir arbeiten hier mit den Billy Bob Thornton Posen. Die sind jetzt nicht allzu teuer. Die haue ich auch gleich mal hoch. Dann nehmen wir schön ein Schiererhaken. So, das ist soweit vorbereitet für unsere Jagd. Wir können auch zur alten Festung gehen und da mal gucken, was der Amur so sagt auf unsere, oder zu unseren neuen Stöckern, ob
Ob er sagt so, ja, oder sagt, nö, ich gehe mal lieber wieder. So. Hier da. Können wir auch übrigens jetzt zum Aalstippen nutzen. Ist auch kein Problem. Da empfehle ich aber den Achterarm. Der läuft sehr gut. Gut, die zwei Falcons, Silverfish Falcon, habe ich uns besorgt, so wie ihr das wolltet. Es ist übrigens ausgegangen, 4 für die Falcon, einer für die UL und 2 für die Blade Inferno. Da ich mich daran halte, was ihr so wollt, sonst hätte ich diese Umfrage ja nicht machen müssen, habe ich uns 2 von diesen Falcons besorgt. 21,8 Kilo Tragkraft ist schon eine Ansage. Es regnet. Wir verlegen mal direkt. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Wollen wir erstmal gucken, was der Olle da regnet? Das ist ja nicht so schön. Da regnet es nicht. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Schauen wir mal, ob der Karpfenspot mit Honigteig und was war das andere Gedrüse? Irgendwas anderes war noch da. Bin auf 1,50. Ne? Wo wir diesen fetten Lederkarpfen gezogen haben. Was der so hergibt und was die Stippen so mitmachen. Vorher schauen wir hier nochmal, wie versprochen oder gesagt, schauen wir nochmal rein. Was haben wir alles erreicht, außer diesen einen Rekord, den ich da hatte. Posenfischen sind wir mittlerweile, zumindest ich, auf 90,3% mit Level 27. Dann nehmen wir Hall to Fail und wir sind durch mit dem Thema. 10 verfügbare Punkte habe ich noch frei. Gerade durch den Aufstieg nochmal 2 Punkte bekommen. Weiß auch noch nicht, wohin mit dem Crab. Pop-Up-Haarmontage. Müsste man sich angucken, ob sich das lohnt oder nicht. Ansonsten sammle ich sie später für den Spinner. Also für den UL-Spinnfischer, der hier draufgesetzt wird, nachdem wir hier mit dem Thema durch sind. Sagte ich ja. Wir wollen ja alle UL-Rekorde fischen und da gehört auch das Spinning zu. Statistik. Ja, 43 ausgeschlitzte Fische auf 15.155 gefangenen Fische. Prozentual bin ich gut, ist okay. 126 Trophies gefangen. Da ist aber alles bei, ne? Klar. Da ist die Laube ganz häufig vertrieben und auch die olle Schläfergründel und hast nicht gesehen. 242 ausgeführte Aufträge im Café, sagte ich ja zu Anfang. Das ist gerade zu Anfang ist das wichtig. Macht diese Kaffeeaufträge. Mehr Kohle könnt ihr nicht machen. 82 Tiere an einem Tag gefangen und knapp 70 Kilo an einem Tag insgesamt. Den habe ich leider vergessen. Der ist mir vergammelt. Schade eigentlich. Der olle Lederkarpfen, warum weiß ich nicht mehr. Und der Aal, den hatte ich erst vor kurzem an der alten Festung. Der läuft da ziemlich gut zurzeit. Allerdings auf Tauwurm, versucht nicht den Fischfetzen. Gleich am ersten Aalspot, 1 Meter tief, 8er Haken, Tauwurm. Haut raus, die Lümmels. Das lübt. Weißer Amur, auch alte Festung, noch mit den alten Ruten. Und der Schuppenkarpfen, auch alte Festung, kampfstärkster Gegner. 15,3 Kilo, das war schon mal eine Ansage, das war auch andersrum cool. Bin ich ganz ehrlich, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt die Silvers haben. Trophäen brauchen wir gar nicht drauf eingehen, da fehlen mir hier immer noch hier, ne, bin ich noch bei. Genau wie am Windenbach, ganze Gerödel da. Aber hier sicherlich auch so. Hier fehlt uns immer noch der 5-Kilo-Fisch. Da wäre natürlich jetzt alte Festung für Schleie und Brasse und Allan und Döbel und wie sie nicht alle heißen, prädestiniert. Die gibt es allerdings auch alle am Bernsteinsee. So. Eine Trophy fehlt uns noch, um hier das zum Abschluss zu bringen. Diesen Step 7.1. Das können wir dann mit der unteren Tunguska und vielleicht jetzt nach Ladoga-Archipel, da könnte man gucken,
gibt es da irgendwelche Fisch, außer den Ladoga-Lachs und was weiß ich nicht alles, was wir als Stipper da rauskriegen können, was uns hier ein bisschen voranbringt oder hochtreibt. Ne? Aber normalerweise Ladoga-Archipel als Stipper ist nichts. Kann ich nicht empfehlen, ist nicht cool. Es gibt Leute, die da stippen, die finden das total geil, aber ich bin nicht so der Fan davon. So, und dann dieses 4-Meter-Ding, ne, wo ich auch mindestens zweimal die Woche los bin und das versuche, irgendwie hinzukriegen. Aber bis jetzt blüht das nicht so. So, wir brauchen hier so ein Quad. Da habe ich dafür noch so eine olle Marke. Ja. Und dann fahren wir mal zu dem Spot, den ersten, den wir damals gemeinsam beangelt haben. Schauen wir, ob da überhaupt noch was lübt. Wenn nicht, fahren wir zum zweiten Spot. Schauen uns mal an, ob da was lübt. Und wenn hier überhaupt nichts lübt, auf Großfisch, weil sie Angst haben vor unserer Silberfisch, gehen wir zur alten Pässe. Also, wir sehen uns gleich. Ja, ich wollte eigentlich sagen, willkommen am Spot. Ich habe mal angefüttert. Der erste Karpfen ist eingelaufen, war es aber nicht. Das war eine Barbe. Ich habe eine Karpfenfuttermische eingebracht. Die ist aber nicht von mir. Die ist mal wieder von irgendeinem edlen Spender. Ich habe aber vergessen, von wem. Weil normalerweise steht da immer drüber Rockies Schleimische, Moppels, Karauschenmische und hast du nicht gesehen, da steht nur Karpfenmische. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Das erste war eine Barbe, interessant. Auf diese Kombination, die wir eigentlich zum Karpfenstippen nutzen wollten. Aber Barbe ist auch nett, ne? Barbe, Schleie, nehmen wir alles mit. Ist jetzt nicht so der Großfisch, die Barbe. Also nicht mit 1,8 Kilo. Ansonsten ein sehr schönes Tier, auch zum Stippen. Habe ich lieber als den Stör, bin ich ganz ehrlich. Wir schauen mal. Ja, geht los, der Dreitakter. Ne? Gerade einen wunderschönen gerahmten Spiegelkarpfen gezogen. Die Barbe lief übrigens hier auf die neue Stippe. Jetzt kommt der erste, den wir nicht so gerne mögen. Ein kleiner Pupsi, aber er hat einen Haken und das ist alles, was zählt. Nicht wahr? So, auf der 2 ist auch Aktion. Das sind jetzt alles die Silvers, die beiden. Die Barbe war jetzt nicht so krass. Die haben wir einfach so rausgedröselt mit dem Stock, mit der Blade Spirit. Hatte ich gerade den etwas dickeren gerahmten Spiegelkarpfen von 9 Kilo. Auch ein schönes Tier. Wäre es ein geistergerahmter Spiegelkarpfen, wäre es natürlich noch schöner. Aber wir werden sehen, was uns hier noch so ans Band läuft. Bis jetzt wurden die Silvers nicht so wirklich getestet. Das war jetzt nicht so, dass man sagen müsste, das hätten wir mit der hier, mit der Spirit nicht auch hinbekommen. Ich hoffe da einfach auf größere Tiere. Ja, mit der Spirit haben wir ja schon 15 Kilo Karpfen aus der alten Festung rausgedröselt. Ein kleiner Spiegler. Nee, Schuppen. Egal, nehmen wir mit. In der Nacht habe ich angefangen, habe ich euch nicht zugeholt, war zu langweilig, ja. Da habe ich auch die Futtermische ausgebracht, dann lief die Barbe ein, der gerahmte und jetzt diese drei kleinen Schuppis, die ja nun wirklich nicht, das ist ja keine Herausforderung für keine dieser drei Stippen. Den hättet ihr sogar mit der Ultraleicht holen können, also ohne Probleme sogar. Wir wollen ja die Fetten. Ja, da war ich zu früh. Schade Marmelade.
Einfach mal gucken, was wir mit den Silber hier rauskriegen, mit den Silberfisch-Geschichten. Silberfisch-Falken. So. Ja. TL-800. Ne? Wollen wir doch mal luschern, ob wir da nicht mal irgendwie Tiere ans Band bekommen. Das ist eine Schlei, nee, ein Spiegelkarpfen. Der ist ja Schmutz. Erstmal mitnehmen. Vielleicht Haken. Was haben wir denn für einen Haken? Sechser, Achter? Da ist ein Sechser. Hier sind Vierer. Naja, gut. Mal schauen. Vielleicht wird es noch interessanter. Ja, der erste Lederkarpfen lief ein und wir haben mal wieder was für Stippfischen getan. Für die 75 verschiedenen Sorten. Ja. Auch die Silver war jetzt nicht so das Problem. War ja auch kein Hühne. Schauen wir uns mal den nächsten Ankömmling an hier. Vielleicht hat er ja mehr Bock, Gewicht auf die Waage zu bringen. Wir sehen die Action Bar. Stellt sich dennoch relativ schnell ein, obwohl sie nur Power 4. Naja, okay, ist auch kein Hühne gewesen, aber dennoch hat sie es geschafft, irgendwie relativ schnell die Spannung rauszunehmen. Da kommt schon der nächste Biss. Schon das zweite Rotauge. Könnte auch ein Rotauge sein. Das ist ein kleiner Spiegler. Also, ich hätte gesagt, ja, Amur ist auch schon der zweite, der hier einsteigt auf die Köder-Kombi. Das für eine? Ein ganz vorsichtiger. Giebelbiss. Wahrscheinlich Brasse, Giebel, Karausche, irgend so ein Blödsinn. Na gut, wir schauen weiter. Jetzt geht es wieder ein bisschen los hier. Der Dreitakter ist voll im Gang. Den einen habe ich schon gerade rausgeholt. Gemeint. Der war ja schlecht. Der war auch schlecht. Gerahmter Spiegelkarpfen von 8 Kilo auf Silber. Das ist wieder ein kleiner Spiegler. Ne, wieder ein Lederkarpfen. Sehr schön. Nehmen wir mit. Zwischendurch ist auch eine Karausche und ein Giebel drauf geschlagen. Da habe ich gedacht, jo, das war's. Jetzt ist der Spot für den Arsch, aber da ist der gerahmte 8 Kilo und der Lederkarpfen nochmal. Der gilt hier als seltenes Tier. Interessant. Ab und an mal Karausche und Giebel kann ich aber mit leben, solange dann die Karpfen auch noch einsteigen. Und man merkt die an das Silber nicht so wirklich, ne? Man sieht schon, dass es hochgeht. Die Action Bar. Aber sie nimmt relativ schnell die Kraft dann auch raus. Relativ schnell. Dafür, dass sie Power 4 von 10 hat, ist das schon in Ordnung. Sie arbeitet wirklich gut, ne? Wenn man mal bedenkt, jetzt auf das Spirit und den Karpfen davor gesehen hat,
wie häufig der nachgefedert hat in der Action war. Also gewabert. Ist die Falcon dadurch relativ kompromisslos, wie wir sehen. Gut, das war jetzt auch echt ein mieser Vergleich, aber wenn man ihn einmal auf Zug hat, dann hat er auch keine Chance mehr, großartig zu federn oder zu schlagen. Wenn man ihn einmal gedreht hat oder hat und zieht bei der Falcon, dann geht vielleicht die Actionbar ein bisschen hoch, aber da flackert gar nichts mehr. Ja? Die haut den so aus dem Wasser. Müsste man sich jetzt angucken, wenn mal so ein wirklich großes Tier kommt von 15 Kilo. Aber ich habe auch schon die Idee, dass wir gleich mal zur alten Festung gehen auf Amur. Da sind auch große Schuppenkarpfen unterwegs. Uns mal angucken, was die Rute da so aus dem Wasser dröselt. Die Amure sind ja dann doch ein bisschen schlagkräftiger unterwegs als so ein oller Schuppenkarpfen. Der zieht ja einfach nur straight weg. So ein Amur, der versucht ja noch ein bisschen zu kämpfen. Und vielleicht auch noch mal einen Bärensee angucken, an dem bekannten Spot. Da steigen ja auch gerne mal schwere Amure ein. Das sind ziemlich harte Hits. Vielleicht haben wir jetzt mal einen Kameraden, der über 10 Kilo geht. Ja, wenn ich den nicht verhauen würde, das wäre ja mal sehr interessant geworden. Na, vielleicht kommt er ja wieder. Wir schauen uns das mal an. So, und ein 4,1 Kilo Lederkarpfen. In der Zwischenzeit nochmal blöde Rotauge, ein Amur, noch ein Amur. Nichts so Dolles, nichts, was uns hier in Bedrängnis bringt. Ja, sowieso nicht. So ein Ewigzoppler, wahrscheinlich Rotauge. Oder ein Amur. Oder gar nichts. Manchmal sind die auch sehr semi-effizient, wenn dann da die ganze Zeit einer auf die Route schlägt oder auch aufs Flop. Und dann nicht aus dem Knick kommt. Und die anderen Flots fangen das Tanzen an. Das ist immer schlecht. Und dann entscheidet man sich für die falsche Rute und kriegt so ein 600 Gramm Rotauge. Bob. Das will man ja auch nicht. Ist schon ein bisschen was, ne? 33 Minuten, kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Machen wir mal weiter. Wir brauchen Silber. War teuer genug, die Silverfish Falcon. So, ich habe hier jetzt mal durchgestippt bis ja, zur nächsten Nacht, könnte man sagen. Wir haben etwas später angefangen, als es jetzt gerade ist. Und zwischenzeitlich liefen uns ein paar Giebel und Rotaugen aufs Band. Das war dann nicht so schön. Die Futtermische lässt jetzt auch allmählich nach. Ist aber auch nicht schlimm, da wir gleich weiterziehen werden. Die Tiere, die ich gezogen habe, hier mit der Silverfish Falcon,
Das war eine Kleinigkeit. Das war leicht. Also mit anderen Worten noch gar nicht so die richtige Herausforderung. Da schlugen mir schwerere und stärkere Tiere auf die 18er Route, aber das ist ja irgendwie völlig normal, dass die großen, schweren Tiere immer auf den leichtesten Knüppel gehen. Das ist mir ja schon aufgefallen an der alten Festung auf Amur und Schuppi und was weiß ich nicht, dass ständig die 12er Route eins zwischen die Hörner bekommen hat. Aber ständig, ewig. Und die beiden anderen, die 13er und die 18er, die waren arbeitslos. So, und so ist das jetzt hier auch. Wir haben die 221er, die Silverfish Falcons, ja, mit 21,8 Kilo Tragkraft. Da, wenn da was drauf wandert, dann so 3-4 Kilo. Und auf der 18er, wo es jetzt schon wieder zuppelt, da kommen die großen Tiere drauf. Man weiß nicht, warum es so ist. Ja, das ist jetzt kein großes Tier, aber auch alleine die Lederkarpen. Entschuldigung, der gerahmte Spiegelkarpen hier, der erste mit seinen 9,4 Kilo, ist auf der 18er Route geschlagen. Und der kleinere Spiegler, gerahmter Spiegelkarpen, wo ist er, mit 8, noch was Kilo, ist dann auf eine von diesen beiden Kameraden gelaufen. Und auch die ganzen Kleingedönsdinger hier von den Schuppenkarpen. Alles ja, bis hier. Alles auf die Silver und der Rest alles auf die Blade. Gut, dazu muss man sagen, die Blade ist die einzige Route hier mit 5% Posenfischen on top. Und dadurch, dass wir hier 90% haben, haben wir dann 95% auf diese Route. Das heißt, diese Route ist dann auch hängiger, voll vergriffen, hängiger, was Großfisch angeht, als diese zwei Routen, die wir neu haben. Die haben keinen Bonus, gar nichts. Sie haben einfach nur 21,8 Kilo Tragkraft und fischen mit 90,4% Posenfischen. Und die Spirit fischt mit 95,4% Posenfischen. Und 5% macht eine Menge aus. Nicht nur beim Stippen, auch beim Grundangeln und beim Spinning und wie es nicht alles heißt. 5%, das ist ein Brett tatsächlich. Und das merkt man dann halt auch, ja. Man sieht es ja jetzt auch wieder, wie Spirit fängt. Jetzt nicht die geilen Fische, aber da geht was drauf. Und die beiden anderen haben eigentlich Sendepause, ne? Das liegt aber daran, wie gesagt, dass da eine 5, also plus 5 Montage, hätte ich beinahe gesagt, plus 5% Posenfischen Bonus drauf ist. Ja. Wird es diese Route 21,8 Kilo mit 5% Posenfischen oben am Top geben, dann würde ich mir davon auch 3 Stück holen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich würde aber auch die Spirit gerne dreifach haben, weil auch die dröselt so manch Amur aus dem Wasser ohne großartige Probleme. Ja. Schauen wir mal und dann ziehen wir weiter. Vorher gehen wir zum Café, gucken mal, ob die irgendwie so einen ollen Schuppenkarpfen, ob sie da Fischfrikadellen draus machen wollen. Was die so von uns haben wollen, dann gucken wir uns mal an, was hat das Ganze gebracht. Kohlemäßig, IP-mäßig ist es ganz gut. Karpfen so ab 5 Kilo, 6 Kilo, die bringen auch ordentlich IP. Der Amur sowieso, ja, ab 10 Kilo, dann seid ihr dabei 4000 EP oder so. Wenn ihr jetzt
noch Happy Hour hättet oder Premium und die Happy Hour wäre abgelaufen, dann hättet ihr immer noch das Doppelte, da wärt ihr bei 8000 EP, was natürlich nicht so schlecht ist, gerade in dem Bereich, wo wir uns aufhalten, bei 1,9 Millionen EP-Punkte kann man dann das doch schon ziemlich schnell zusammendröseln. Kann man allerdings dann auch an der Donetsk mit der Schwarzmeerseelaube oder mit dem Donauhering, mit der Laube. Gerade in der Happy Hour gibt es ja das Vierfache an EP. Dann hättet ihr hier pro Karpfen jetzt 12.000 EP für eine Schwarzmeerseelaube von knapp 300 Gramm, hättet ihr 20.000 EP. Also das ist, muss man dann halt sehen, aber es geht ja darum, dass wir überall vertreten sein wollen, auch bei den Amuren, bei den Schuppenkarpfen, bei den Barben, auch beim Stör später mal. Und das kriegen wir halt mit der 18er dann irgendwann nicht mehr hin. Ne? Die 18er bringt den Fisch, ja, aber hat eine Tragkraft von 18 Kilo. So, und wenn wir da mal in die Stipprekorde reingucken, die sind Berner Liefen von 18 Kilo. Die meisten. Ja, außer jetzt hier diese möchte gern Albino gerahmter Spiegelgeister, hast du nicht gesehen, ich bin was Besonderes Karpfen. Aber 24 Kilo, 21 Kilo, da ist schon mal Essig, da ist Sackgasse, da ist vorbei mit der Spirit. Hier kriegen wir selbst mit der Falcon schon Probleme. Ja, da brauchen wir dann schon die Entfernung, um ganz sicher zu sein. Aber 22 Kilo, wir können uns 24, 29 Kilo gerahmter Spiegelkarpfen. Die werdet ihr mit der Spirit nicht aus dem Wasser bekommen. Dafür brauchen wir halt dieses schwere Gerät. Und bis jetzt bin ich recht zufrieden mit den beiden Routen. Auch wenn sie nur eine Power 4 von 10 haben, bringen sie den Fisch sehr gut an Land. Ja, sie nehmen sehr schnell die Kraft aus dem Fisch, zumindest aus den Tieren, die wir bis jetzt fangen konnten. Das testen wir gleich mal auf Amure. Wir sind ein bisschen spät für Aal, wir hätten früher los müssen. Hätte ich auch gern versucht. Aber wir gehen an eine alte Festung und schauen mal, ob wir da so einen wilden Amur rankriegen. Wer bist du denn jetzt? Du bist das, ne? Jojo. So, ich packe hier mal ein und dann sehen wir uns gleich beim Fischen. Ist ja schon spät. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Hier aus der Weißen Halle. Schauen wir uns mal an. Was wollen Sie? Geil. Richtig gut. Alles, was wir nicht haben. Quappe, Wels, na klar, 100 Kilo. Knapp. Ich war kurz davor, den, aber dann habe ich doch gedacht, nimm mal lieber die Giebel. Habe ich aber nur eine. Ah, hätte ich mal doch den Wels genommen. So. Fischhändler, falls ihr noch nicht wisst, wo der ist. Das ist der Großcousin von den Quad-Verleiher hier, der sitzt direkt nebenan, der olle Verbrecher. Ja, die schieben sich immer gegenseitig die Kohle zu, sowas nennt man dann Familienbetrieb. So. Weiße Amure sind uns ein bisschen aufs Band gegangen, die sind viel kleiner als an der alten Festung. Die alte Festung ist für Amur bekannt, deswegen gehen wir da gleich auch hin. Jetzt der Bernsteinsee eigentlich für ganzen Karpfen bekannt, Lederkarpfen, die ganzen Geisterschuppenkarpfen, die gerahmten, die goldenen, die Karpfen. So. Der Spiegler, seht ihr, richtig gut. Nicht einer mit Haaren. Das hat sich gelohnt. Könnten wir jetzt Fischfetzen herstellen, wäre es interessant, würde ich alles wegnageln. Und Köderbeschaffung mit Skillen. Schuppenkarpfen sind am meisten eingelaufen. Rotaugen haben gesagt, ich bin auch dabei. Lederkarpfen, die ziehen hier irgendwie. Als seltene Fische. So, da ist nämlich das Fähnchen. Hier ist es nicht mehr. Ja. Jetzt in Silber. Richtig berauschend. Womit wir von Berauschen zu Karausche kommen. Und der Giebel.
gerahmter Spiegler, ja, der bringt ein bisschen Asche in die Tasche. Wir sehen es hier, ne? Das ist ein interessantes Tier. Sowieso jeder Karpfen so ab 10 Kilo ist nicht zu unterschätzen. Die Geschichte hier, wenn ihr da wirklich den die ganze Zeit sitzen habt, dann könnt ihr fröhlich sein und glücklich. Und die Barbe mit 1,858 Kilo, 12 Silber, 16. Wollten wir eigentlich gar nicht haben. Ist eingenagelt auf die gleiche Köderkombination, auf der wir auch die ganzen Karpfen gezogen haben. Ohne Kaffeeaufträge, weil nichts vorhanden. Abgeben 166 Silber in einer Fangzeit von einer Stunde 8 Minuten. Aber ich quatsche auch schon 10. Von daher ist das okay. 166 Silber, 95 mit der Köderkombination Mais bei Honigteig. Das war gut. Es hat Spaß gebracht. Das war der Bernsteinsee. Also das heißt, der Spot läuft auch immer noch. Da könnt ihr gerne mal hingehen. Ist auch so eine Art Spotkontrolle gerade gewesen. Und jetzt gehen wir mal zur alten Festung und schauen mal, ob wir den Amur auf die Ketten gehen können, der uns so lange auf die Ketten gegangen ist, der uns so viele Haken abgerissen hat und Vorfächer und was weiß ich nicht alles. Da sehen wir uns gleich wieder an der alten Festung. Ja. Petrus hat angerufen, er möchte seinen Regen zurück. Ist egal. Der hält uns nicht auf. Wir wissen nur, was Phase ist. Jetzt ist die Frage, da oder hier? Wir testen hier erstmal an. Leicht mit Verzögerung. Wir lassen diese Köderkombi mal drauf. Vielleicht bekommen wir so eine verwehrte Schleier ans Band. Und auch hier gibt es Schuppi. Warum liegt das flott? Ach so, ja. Klar. Ein Meter, ne? So, das sind die schweren Ruten, das schwere Gerät, nennen wir es mal so. Da hauen wir jetzt mal alles rauf, worauf der Bock hat, der olle Kamerad. Acht Meter Stock. Bock hat er auf Kartoffel. Schon fast Solo-Kartoffel. Aber dann kriegt ihr hier richtig schön Schichtkohle an den Hals genagelt. Ne? Geht nur noch halb, Freunde. Müssen wir die Eins nochmal neu ausrichten. Aber arg windig hier. Das habe ich mir gedacht. Ah ja. Direkt auf den Kartoffelsalat. Schau mal, einer Lusche. Der Finger war schon mal schön hier am WASD. Wer weiß, was das für ein Vogel ist. Gott, den hebt er ja. Habt ihr das gesehen? Den hat er komplett aus dem Wasser gehoben, der olle Stock. Hm. Norman Humor. War jetzt nicht so der Kampf, war aber auch nicht so der große Amur. Das Ganze mit 11 oder 15 Kilo. 15 Kilo würde ich fühlen. Oder noch schwerer. Einfach mal an die Grenze gehen. Von den ollen Knüppel hier. Das sieht hier ganz gut aus. Das wollen Amur aus der Familie der Rotaugen.
Eine Rotauge wird es wohl nicht sein. Nicht auf Weißkohlkartoffel. Dann eher so ein verwirrter Schuppenkarpfen oder so. Echt argwendig, ne? Das ist nichts Dickes. Da hat man eine Blank schon gesehen, also unten an der Action Bar. Das hat mir nun mal gar nicht imponiert. Und euch wahrscheinlich auch nicht. Da holt ihr mit der UL raus. Was ist denn nun hier mit dem schweren Fisch? Kommt doch mal ran, ihr Kasper. Wir haben schweres Gerät am Start. Jetzt wollen wir auch arbeiten. Wir wollen ja nicht hier mit der Schrotflinte auf den Schmetterling schießen, oder wie sagt man? Plus die 1, da. Die 3 Zirbel los, aber auch nichts Dickes. Macht keine Wellen der Flott. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal in meine Aalecke, da wo ich heute schon zwei Haken abgerissen habe oder Schnurbrüche hatte auf der 13er. Da muss es ja auch irgendwas Tolles geben. Guckt euch das an. Hier, 21,8 Kilo Rute und so ein Blödsinn steigt uns hier auf den Stock. Dafür haben wir uns hier nicht hergestippt, ne? Auf diese schweren Routen. Ohne Flachs. War das hier nicht eben noch geregnet? Okay. Dachte gerade, Wettergrenze, kann ja sein, hier. Haben wir bei uns in Schleswig-Holstein auch. Da fahrt ihr über die Autobahn. Regen, strahlender Sonnenschein. Das ist wie so ein. Das wäre ja auch mal interessant. So. Gut. So. Mache ich hier mal, bin ich hier mal revoluzzermäßig unterwegs oder was? Da haben meine Kinder mal so gern gegessen. Kartoffeln mit Spinat. Ne? Und was meine Kinder mögen? Das muss er nur auch mögen. Oder der Schuppenkarpfen. Oder die Fleie. Oder irgendetwas, was hier mal über 15 kg geht. Also 15 Kilo. Wir haben hier schon einen rausgeholt. Allerdings auf Tauwurm, wenn ich mich recht entsinne. Nee, Seealge. Weißkohlblatt, Seealge. Weißkohlblatt, Seealge. Das ist aber richtig vegan. Na gut. Oder wie du? Was soll das? Ihre Haare. Nicht wollen, ne? Seid ihr nicht willig, so brauche ich Gewalt. Weißgrund, Sie alle. Arrivederci. Kommen wir nicht ohne Fisch nach Hause, manche.
wie er war. Ja, die Amure und Schuppenkarpfen und wie sie nicht alle heißen, meinen es heute nicht gut mit uns, Kenners. Denn sie wollen nicht so wirklich uns auf Band laufen. Zumindest nicht die Großen. Ich hatte eben eine Karausche, die ist nicht mal nie, erwähnenswert. War fast eine Frechheit für die Steppe. Da könnte eine Brasse sein. Das ist aber nicht, das ist ein kleiner Weißer. Hälzer 2. Die läuft da gerade gern abseits. Ja, ziemlich schnell die Power rausgenommen aus dem Fisch, habt ihr gesehen. ,6 Kilo. Da hatte die Rudi jetzt aber wirklich nicht so wirklich Schmerzen mit. Hatte sie bei dem Karpfen aber auch nicht. Also alles in allem eine gute Wahl. Die Falcon, die Silverfish Falcon, um auf Amur und Schuppenkarpfen und Karpfen zu fischen, ist sie tatsächlich eine gute Alternative. Eine Alternative zu der Blade Inferno, aber nicht das Nonplusultra. Ich sag mal so, ihr solltet euch mindestens mit der 18 Kilo Stippe dahinstellen, das wäre die Blade Spirit. Also auf Karpfen am Bernsteinsee. Ja? Ich hatte selbst hier schon mit der 13er ein paar Abrisse. Ich habe damit aber auch 10 Kilo Amure fangen können, aber das ist echt ein Kampf. Ja, die Spirit ist da nicht ganz so. Damit kriegt ihr die Tiere gut aus dem Wasser mit der Spirit. Und mit der Silverfish hier sowieso. Die nimmt die Kraft sofort aus dem Fisch. Der Stock nimmt die trotz 4 von 10 Power, nimmt sofort die Kraft auf. Mit kurzer Verzögerung. Und dann habt ihr ja gesehen, wenn ihr den einmal habt, dann zieht ihr den so rein. Dann geht die Actionbar auch nicht mehr großartig hoch. Beim 6 Kilo Tier. 20 Kilo Tier hatten wir noch nicht. So, das war die Silverfish Falcon. Halbwegs getestet und bis dato für gut empfunden. Doch kann man so sagen, schöner Stock, kann man ein schweres Gerät mit rausdröseln aus dem Wasser. Besser ist halt nur die Blade Inferno. Und höher geht es dann auch nicht. Aber das ist für den Anfang schon mal gut. Ja, das ist so, ich sag mal, die Spirit mit 18 Kilo ist so Einsteigermodell auf Karpfen und Co. Amur und hast du nicht gesehen. Dann jetzt die Silverfish Falcon ist so schon Mittelklasse, Midgame und Endgame. Wirklich ist die Blade Inferno. Womit ihr dann höher geht's auch nicht. Mehr könnt ihr dann auch nicht machen. Ja. Und bei jedem Schritt auf dem Weg müssen wir uns tatsächlich, auch wenn ich es nicht so gerne möchte, das Ladoga-Archipel anschauen oder der Ladoga-Archipel anschauen. Und ich bin ganz ehrlich, viele Spots habe ich hier nicht. Eigentlich nur zwei, wenn es hochkommt. Und dann habe ich hier damals mit den Stippen aufgehört, weil mir die Dünung zu hoch ist. Also die Welle. So, einmal habe ich hier gestanden, damals. Erstmal schauen wir rein, was gibt das hier überhaupt? Gibt das hier auch mal einen neuen Fisch, den wir stippen können, der uns hilft bei den 75 verschiedenen schwarzes Fältchen vielleicht. Hier gibt es auch, ja,
Zerte, Zander, Zobel, Zobel, Zwergmarine, alles Stint, alles okay. Den Stint habe ich hier mal gezogen. Liposmarine, da kennt man alles. Lodomarine kennt man auch. Lotzeibling auch. Ist nicht so wirklich. Der baltische Stör ist, glaube ich, dazu gekommen. Bin ich mir aber nicht sicher. Ah, gibt das hier auch? Okay, uninteressant. So. Hier habe ich auf Stint gefischt. Jetzt müsste ich mal gucken. Ja, klar. Ganz außergewöhnlich. Er möchte hier Blutigel und Schwimmkäfer haben. Na klar, natürlich. Sicherlich. Blutigel scheint hier wirklich gut zu laufen. Auf Zander etc. pp. Stipprekorde auf Zander. Wo kriegt man hier den Zander? Ich habe keine Karte, weil keine gekauft. Ärgerlich. Bootstation. Boot. Teuer. Echt teuer hier. Boote sind hier echt teuer. Da sollte man sich zweimal überlegen, ob man hier mit dem Boot unterwegs sein möchte. 89 Tacken für so eine olle Karte. 89 Tacken. Tut euch das mal weg. Ich hole sie jetzt einfach, damit ich Bombenkrug scheißern kann. Ja, Ladoga Archipel. Eigentlich eher so für Spinnfischer gemacht, ne? Sieht man ja. Ganz viele Löcher hier. 27, 18, 39. Da können wir natürlich als Stippfischer haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Es sei denn, wir sind ganz verrückt und sagen, ah, wir versuchen unser Glück. Holen uns hier bei der Bootstation mal ein Ticket für 74 Tacken. Für eine Stunde. 74 Tacken für eine Stunde. Stippen, wo man nicht weiß, wo was geht. Top. Fühle ich nicht. Deswegen habe ich dieses Gewässer immer grundsätzlich ausgelassen als Stipper. Weil das macht keinen Sinn für mich. Ich kann mich hier hinstellen und versuchen, irgendwo was aus dem Wasser zu drüseln. Ich kann versuchen, hier einen Zander oder sowas ranzukriegen an eine Stippe. Das ist alles Crap. Das ist nicht gut. Ja, was soll ich sagen? Das Einzige, was ich hier versuchen könnte jetzt, wir können ja erstmal gucken, ob wir irgendwas auf UL kriegen hier. Irgendwas Blödes. Stint zum Beispiel. So. Vielleicht nicht mit Haferbrei und vielleicht nicht 18 cm tief in einem, naja, sag ich mal, 9 Euro Loch. 9 Euro. 9 Meter. Gehen wir mal auf die obligatorischen 1,50. 1,70. Auch noch okay. So. Da haben wir einfach mal einen Mistworm drauf. So, und das meine ich, wenn ihr jetzt mal drauf achtet. Erkennt da mal einen Biss? Durch die Dünung, also da erkennt ihr einen Biss erst dann, wenn der Flock wirklich weg ist. Ansonsten völliger Müll. Ja, das ist überhaupt nicht geil. Das ist so anstrengend. Das will doch keiner. Also ich will es nicht. Mache es trotzdem für euch. Aber wie gesagt, ich habe hier keine Spots genass, weil ich finde, das Gewässer ist für mich als Stipper völlig ungeeignet. Für mich als Stipper. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Stipper, die sagen, ja, ich fange da aber, ich habe da richtig... Das ist schön, das freut mich.
dann kannst du das Gewässer auch für dich alleine haben. Der gerade da fliegt ein Flott durchs Bild, aber das war hier von der Tiefeneinstellung. Ich glaube, auf der ersten Rute könnte ein Biss sein. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil irgendwie sind die Flots häufiger unter Wasser als über. Eintagsfliegenlarve. Es soll ja hier auch die Zwergmarine geben, angeblich. So, weil er ist nur mit der 1. Ich weiß es nicht. Man sieht es nicht. Sind das Bisse? Ist das die Dino? Was ist hier los? Was für Flott soll ich mir hier an eine Rute nageln? Damit die hier nicht so ein Spiel der Wellen werden. Fühle ich überhaupt nicht. Ist das jetzt ein Biss auf L1, auf L2, auf L3? Das ist Zen-Meisterschaft im Stippen hier. Also Respekt vor jedem Stipper, der hier loszieht und sagt, ich habe hier voll Bock drauf. Ich hätte überhaupt keine Nerven zu, wenn ich ehrlich bin. Ich würde jetzt schon entscheiden und sagen, auf drei ist ein Biss, weil das einfach noch behinderter tanzt als alle anderen Flotten. Ja, ist. Ich könnte es mit Sicherheit nicht behaupten. Ich wüsste es nicht. Nicht ganz ehrlich. Das ist einfach nicht schön. Jetzt vielleicht auf 1, ich weiß das nicht. War das ein Biss? War das? Kam da eine Welle? Ja. Auf jeden Fall haben wir eine Karte fürs Gewässer. Das Flott ist auch noch zu schwer für die Rute. Neun Meter Loch. Sag mal hier den Blutigel drauf, den neuen Sauger. Zwei Meter. Guck mal, ob man hier ein bisschen mehr was sieht. Was das Flott angeht. Oder ob das auch zum Spielball der Wellen wird. Ja. Ich weiß nicht, ob man da schon eine Wacklerpose ranknallen muss. Oder irgendwas. Oder Ball. Aber dann müsst ihr euch selbst eine Meinung bilden, tatsächlich. Ich persönlich bin immer dieses Gewässer umgangen mit meinem Großen, mit dem hier jetzt und mit meinem anderen, also wie Lord Voldemort, dessen Angeltechnik man nicht aussprechen darf.
Spinner. Selbst zum Spinnen hatte ich hier keinen Bock. Das war mir einfach zu groß, die Karte, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht so meins hier. Und wie gesagt, man sieht hier nicht, ist das ein Biss, ist das kein Biss. Man kann nur sicher sein, wenn der Flott wirklich weg ist, dann muss er irgendwas dran sein. Oder man hat ein U-Boot gehakt oder so, ich habe keine Ahnung. Zum Stippen ist es hier nicht. Geil. Aber wir haben uns das Gewässer angeschaut. Umso wichtiger ist unser neues Ziel. 28. Eigentlich ist 30 noch wichtiger, aber 28 ist erstmal wichtiger als Ladoga-Archipel. Aktuba, Kaspi-Maifisch, Seelaube, Brachnikow-Hering, Schwarzrücken-Hering, Ziegling, Schlammpeitzger, Wobler, großmäuliger Büffelfisch, was vergessen? 9 Stachler ist das, glaube ich. Nicht der 3 Stachler, 9 Stachler. Ja. Marmorkarpfen haben wir auch woanders. Auf jeden Fall 9 Kategorien, die dazukommen zu unserem 75. Hier machen wir mal ganz schnell einen Schub. Wir haben die Karte, wir haben das Gewässer gesehen. Wir haben die Bootspreise gesehen. Das ist Wahnsinn, wenn ihr da nichts fangt in einer Stunde. Ey, und euch nur die Gerätschaft, auch für die Spinner unter euch, die Gerätschaft in eine Grütze auch, ne? Ey, ihr ärgert euch dermaßen. Gab damals schon Diskussionen, dass das viel zu teuer ist hier. Die Bootsmiete und so. Viele Spieler haben sich da aufgeregt. Viel zu teuer, hast du nicht gesehen. Jetzt, wo sie die Preise erhöht haben für den Fisch, für Trophys und so, mag das sein, dass sich das wieder rentiert, aber nicht für uns Stipper. Für uns Stipper rentiert sich das nicht. Deswegen ganz schnell weg. Bärensee, wo gehe ich denn jetzt hin? Gehe nochmal zur alten Festung. Und da werde ich jetzt schön weiter stippen. Auf für den Fisch. Ihr müsst wissen, was ihr macht. Ladoga-Archipel, ja, nein. Wählt euch da durch. Ich halte euch nicht auf. Wirklich nicht. Unser nächstes Ziel ist Level 28. Unser nächstes Ziel ist... Danke. Dann tatsächlich... Dieses Gerät steht hier gar nicht drin. Die letzte UL-Stippe. Und nach der letzten UL-Stippe ist das unser Endgegner. 13,5 Floor. Es gibt viel zu tun, viel zu stippen, viel zu fangen, viel auszukundschaften, viel neue Spots finden, alte Spots neu betesten, so einiges. Also haltet euch ran, ich tue es auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Step oder bei der nächsten Route. Also gehabt euch. Leute, die euch die Silver geholt haben, viel Spaß damit. Und geht wieder.